Gehörst du zu der Sorte von Golfern, die immer von außen kommen? Wie schlimm ist das eigentlich? Ist es das überhaupt? Schauen wir uns das Ganze doch mal genau an. Wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek von Progressive Golf Video. Und ich mache interessante Videos zum Thema Golf und zum Thema Golfspiel verbessern. Falls du das erste Mal auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Vielleicht hat mal dein Golftrainer zu dir gesagt, du kommst zu viel von außen. Gut, interessant ist es, dass auf den Profitouren sehr, sehr viele Spieler von außen kommen. Und zwar immer dann, wenn sie versuchen, einen Fade zu spielen. Ein Fade ist ein Schlag, wo der Ball links vom Ziel startet und dann rechts zum Ziel zurückkurvt. Und das machen diese Profis absichtlich. Die Amateurgolfer machen das leider nicht absichtlich. Und das führt dann eben zu diesem furchtbaren Slice. Wenn du nicht weißt, was es heißt, von außen zu kommen, dann werde ich das jetzt kurz zeigen. Du siehst hier am Boden einen sogenannten Alignment Stick, der meine Ball-Ziellinie repräsentieren soll. Und wenn man spricht davon, dass man von außen kommt, heißt es nichts anderes, als dass der Sweet Spot des Schlägers im Abschwung diese Linie kreuzt. Okay, also der Schläger kommt von außen nach innen. Wenn man davon spricht, dass der Schläger von innen kommt, heißt es, dass dieser Sweet Spot von dieser Seite zum Ball kommt. In meiner Demonstration habe ich natürlich etwas übertrieben, damit ihr das besser seht. Tatsächlich ist es so, dass die Besten der Welt nur zwischen 2 bis 5 Grad von außen kommen, wenn sie so einen Fade spielen. Die Amateurgolfer kommen in der Regel wesentlich mehr von außen und das führt dann dazu, dass der Ball schlecht getroffen wird, dass der Eintreffwinkel zum Ball nicht optimal wird und dass man dann einen Slice hat, aber auch Bälle nach links. Das liegt daran, dass der Golfer, der meistens von außen kommt, zusätzlich eine offene Schlagfläche hat. Das heißt, ihr seht ja anhand dieses Tools, das ich an meinem Schläger habe, dass der Schläger jetzt nach rechts zeigt. Das heißt, er schwingt und er kommt in den Schlag rein, von außen mit einer offenen Schlagfläche. Jetzt startet der Ball nach rechts und kurvt auch oft nach rechts. Manchmal sieht man dann auch, dass diese Golfer dann versuchen, diese offene Schlagfläche zu kompensieren, indem sie zum Beispiel am rechten Fuß zurückfallen oder mit den Handgelenken irgendwas machen, um eben diese offene Schlagfläche auszugleichen. Und dann passiert es mal schneller mal, dass der Ball in die Gegenrichtung weggeht. Unser Profigolfer hingegen schafft es, dass er die Schlagfläche so orientiert im Treffmoment, dass sie, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, leicht nach links vom Ziel zeigt, damit der Ball eben nach links starten kann und er bekommt dann eben die Kurve nach rechts, weil der Schwungpfad ja mehr nach links zeigt, als die Schlagfläche ist. Das heißt, man sieht hier Ball-Ziellinie, Schlägerkopfstellung und hier den Schwungpfad. Und in dieser Konstellation beginnt der Ball dann von links nach rechts zu fliegen. Das hier ist ein Dopplerradar der Firma Trackman. Und mit diesem tollen Gerät kann man ganz genau messen, wie der Schwungpfad des Schlages war und wie die Schlagflächenstellung im Treffmoment war. Und damit ich dir besser erklären kann, was der Unterschied zwischen einem Fade und einem unkontrollierten Slice ist, werde ich dir jetzt das jetzt am iPad zeigen. Hier die blaue Linie links oben, das repräsentiert eine Außen- nach Innenschwungbahn. Ganz leicht im Hintergrund sieht man so eine strichlierte graue Linie, das ist die Ball-Ziellinie. Und der rote Pfeil bedeutet, das ist der sogenannte Face Angle, also dort, wo die Schlagfläche im Großen und Ganzen hingezeigt hat im Treffmoment. Und man kann dann halt sehen, dass der Ball wirklich gleich, wenn man hier rechts unten schaut, gleich rechts gestartet ist vom Ziel und dann einen riesen Slice nach rechts gemacht hat. Und dieser Ball ist ungefähr dann 30 Meter
rechts vom Ziel gelandet. Wenn man jetzt im Vergleich einen anderen Schlag hernimmt, im Gegensatz jetzt hat man hier einen Schlag, wo der Ball sogar weiter von außen kam als im vorigen Beispiel, nämlich 6,5 Grad kam er von außen nach innen. Aber der Unterschied ist der, die Schlagfläche hat jetzt ein klein wenig rechts gezeigt vom Schwungpfad, nämlich nur 4,6 Grad nach links. Also war sie fast 2 Grad offen zum Schwungpfad. Und normalerweise sagt man ja, dass circa bei den mittleren Eisen, dass da das Verhältnis 1 zu 2 sein soll. Das heißt, wenn man 6 Grad von außen kommt, sollte man die Schlagfläche ca. 3 Grad offen zum Schwungpfad sein, damit der Ball im Ziel landet. Und dann gibt es ja noch andere Effekte, wie den Zahnrad-Effekt und solche Sachen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber auf alle Fälle sieht man dann in diesem Beispiel dann tatsächlich, dass der Ball ja fast im Ziel gelandet ist, also wirklich, glaube ich, nur 2-3 Meter rechts von der Ball-Ziellinie und ein durchaus brauchbarer Schlag mit einem guten Kontakt, mit dem der Spieler super arbeiten kann. Du siehst also, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man Zugang hat zu einem Doppler-Radargerät, wie zum Beispiel Trackman, und man eben sehen kann, nicht nur Werte sehen kann wie Schlierkopfgeschwindigkeit, wie Eintreffwinkel und Schwungpfad und Schlagflächenstellung, sondern man auch sehen kann, wie weit man den Ball schlägt, wie gut man den Ball trifft und viele andere Dinge. Was sind dann die zwei Erkenntnisse, die du mitnehmen kannst? Erstens, ein wenig von außen zu kommen macht überhaupt nichts, sofern der Kontakt nicht schlecht ist. Und zweitens, wenn du von außen kommst, dann musst du das richtige Verhältnis finden zwischen Schlagflächenstellung und Schwungpfad, damit der Ball dann auch dorthin fädet, wohin du es willst. Kommen wir mal zur Frage des Tages. Mich würde interessieren, wie geht ihr mit eurem Auto-Inschwung um? Versuchst du, ihn zu bekämpfen oder hast einfach gelernt, damit zu leben? Bitte kommentiere, mich interessiert eure Meinung total. Wenn dieses Video für dich in irgendeiner Weise wertvoll war, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und falls du es noch nicht getan hast, bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns mit einem neuen Thema nicht versäumen. Danke, das war Christoph Pausig von Progressive Golf. Bis bald.